Ja, meine Damen und Herren, hochverehrte Festversammlung, der Satz ist jetzt schon zweimal zitiert worden. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So schlicht und ergreifend steht es im Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 unseres Grundgesetzes. So schlicht, ergreifend und unzweideutig auch hat die Rechtswissenschaftlerin und Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär diesen Satz im Jahre 2015 bei der Festversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bochum zitiert. Und sie hat gezeigt, dass, was sich wie eine Naturgegebenheit ausnimmt, vielmehr eine Aufgabe ist. Wissenschaftsfreiheit entsteht aus jener Verantwortung, die wir für sie zu übernehmen bereit sind. Wie hat sich seit Frau Bärs Rede die Welt verändert? Schwerlich hätten wir uns ausmalen können, in welchem Maße in diesen zwei Jahren zu einer drängenden Herausforderung geworden ist, was hierzulande als Grundrecht gewährleistet ist und bleibt. Wer meinen mochte, Wissenschaftsfeindlichkeit und populistischer Anti-Intellektualismus liefen eben als Rauschen öffentlicher Kommunikation nebenher mit. Wer meinen mochte, Leugnung des menschengemachten Klimawandels oder Furcht vor dem Impfen werde kaum über konventikelhafte Zirkel hinausgreifen, wer das meinen mochte, der sieht sich längst eines Schlechteren belehrt. Wahn und Lüge, vulgärer Zynismus, nacktes Machtkalkül und unverantwortliche Simplifizierung beweisen erneut ihre Geschichtsmächtigkeit, auch gegenüber der Freiheit von Wissenschaft. Ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt ist deutlich, dass von einer Zivilisierung des neuen US-Präsidenten im Regierungsalltag keine Rede sein kann. Ein Kreationist als Vizepräsident, ein Öllobbyist in der Umweltbehörde, Maulkorberlasse für NIH-Direktoren, Drohungen gegen liberale Universitäten. Das Wort vom Politikwechsel, hier ist es tatsächlich angesagt. In der Türkei geht mit dem Zusammenbruch des Rechtsstaats in den vergangenen 12 Monaten die Kriminalisierung aller kritischen Intelligenz einher und eine, man muss sagen, Säuberung der Universitäten, die, so meinten wir zu wissen, doch Teil des europäischen Hochschulraums sind. Und in Ungarn versucht der Ministerpräsident, unverhohlen antisemitisch grundiert, eine Privatuniversität mitten in der Europäischen Union in die Schließung zu treiben, weil deren Stifter ihm missliebig scheint. Es verbietet sich, wie der Herr Bundespräsident sagte, zu schweigen, wenn der Zivilgesellschaft, selbst der Wissenschaft, die Luft zum Atmen genommen wird. Den Autokraten und Populisten, auch in der Bundesrepublik, wird freie Wissenschaft zum Objekt von Insinuation und Verdächtigmachung. Massiv verbreiten sie Expertenmisstrauen, der Austausch von Argumenten als Verständigungsbasis offener Gesellschaften wird aufgekündigt. An seine Stelle tritt jene neue Form einer Dialektik der Aufklärung, dass nämlich gute Argumente gebildeter Personen zu Ressentiments gegen Bildung und gute Argumente führen. Populistische Vereinfachungen und autokratische Durchgriffsideologien verheißen den Zumutungen der modernen Welt schadlos entkommen zu können. Deswegen machen sie den sachlichen Diskurs verächtlich, ebenso wie methodische Wahrheitssuche und die Begründungsbedürftigkeit von Geltungsansprüchen. Übrig bliebe dann die Ordnung der Alternative Facts, der alternativen Fakten, und was in dieser Ordnung gelte, das wäre bloß noch vom Herrschaftswillen des jeweiligen Machthabers abhängig. Gegen solche tektonischen Verschiebungen der politischen Kommunikation und für die Freiheit von Forschung und Lehre in pluralistischen Gesellschaften, Sie wissen es, meine Damen und Herren, organisierte sich Ende April diesen Jahres der March for Science. Viele haben teilgenommen, ich auch. Es war ein bemerkenswertes Ereignis, aber doch nur ein einzelner Schritt. Es wird nämlich auch in Zukunft für aufgeklärte Gesellschaften gestritten werden müssen.
Und dabei können die Wissenschaften nur mittun, nur erfolgreich mittun, wenn sie ihren eigenen Prinzipien folgen. Und das heißt zunächst, es muss präzise geklärt sein, worum es geht und worum nicht. Nicht das andere, anderes für wahr halten als wir selbst ist das eigentliche Problem. Was sonst sollte der Pluralismus der Moderne denn sein? Nicht das andere, anderes für wahr halten. Auch nicht, dass Donald Trumps War against the Media etwa die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge beseitigen würde. Das tut er nicht. Er setzt sie im Gegenteil gerade voraus. Anders wäre von Fake News ja gar nicht zu sprechen. Die verbreitete Rede vom Postfaktizismus verfehlt also die Sachlage. Mehr noch, sie verstellt den Blick darauf, dass die Denunziationsvokabeln von Lügenpresse, Expertengeschwätz oder Lügenwissenschaft, dass diese Denunziationsvokabeln eine Verschiebung versuchen. An die Stelle des Sachverhaltsbezugs rücken sie einen Machtbezug. Wer sich dem Machtanspruch beugt, sagt die Wahrheit, alle anderen seien Lügner. Wahrheit würde zur Funktion von Macht. Hiergegen lässt sich allerdings nicht wirksam streiten, indem man umgekehrt die Legitimität von Macht als eine Funktion von Wahrheit zu bestimmen sucht. Moderne Forschung ist pluralistisch. Sie erzeugt keine Gewissheiten, sondern methodisch verlässliches Wissen. Sie sagt, was der Fall ist und was gegebenenfalls dahinter steckt. Sie kann nicht sagen, was alternativlos der Fall sein sollte. So sehr daher Demokratie in praktisch jeder Hinsicht wissenschaftlicher Informierung bedarf, so sehr ist sie mehr als bloß die Exekutierung von Forschungsergebnissen. Schon Hannah Arendt wusste, dass, Zitat, vom Standpunkt der Politik aus gesehen, der technokratische Sachzwang despotisch ist. Freilich im Widerspruch, im nötigen Widerspruch gegen populistische Wissenschaftsfeindlichkeit, auch das war beim March for Science zu beobachten, im Widerspruch gegen populistische Wissenschaftsfeindlichkeit profiliert sich derzeit eine Auffassung neu, welche die demokratischen Prinzipien unterläuft. Ihre Parole lautet, Zitat, für alternativlose Fakten, für wissenschaftliche Evidenz, für Wahrheit in der Politik. Das ist, meine Damen und Herren, die Parole der Scientokratie. Sie verwechselt unzweideutige Fakten mit ambivalenten politischen Folgerungen. Sie verkennt, dass keineswegs für alle dasselbe evident ist. Sie sieht politische Macht durch Wahrheit anstatt durch Mehrheit und Verfassung legitimiert. Und gleich den Autokraten und Populisten, gegen die sie sich wenden will, ist sie ihrer inneren Logik nach antipluralistisch. Doch in den Streit für die pluralistische Moderne und gegen vulgäre Forschungsfeinde eintreten können Studenten, Wissenschaftlerinnen, Forscher allein dann, wenn sie sich nicht als Instanz des Wahrheitsbesitzes verstehen, sondern als diejenige der rationalen, methodischen Suche nach Wahrheit. Unser Wissen steht unter Revisionsvorbehalt. Allein dann ist ja an Erkenntnisfortschritt überhaupt zu denken. Wir müssen kollektiv bindende Entscheidungen zwar informieren, der Ministerpräsident hat davon gesprochen, wir können sie aber nicht selbst treffen. Die Wissenschaft hat kein politisches Mandat und es fehlt ihr auch nicht. Und allein wenn wir uns in dieser Weise ernst nehmen, allein dann können wir unser Teil dazu beitragen, dass die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge auch in Zukunft auf Sachfragen bezogen bleibt und nicht auf Machtfragen. An dieser Stelle, meine verehrten Damen und Herren, liegt eine entscheidende Verantwortung moderner Wissenschaft und ihr können sie allein gerecht werden, die Wissenschaften, wenn sie auch mit sich selbst verantwortlich umgehen. Damit ist ein sehr weites Feld angesprochen, von der Qualität des Studiums bis zur Chancengleichheit, die ein wichtiges Thema, wie gesagt, auch dieser Jahresversammlung in Halle ist. Ich will mich auf zwei andere Aspekte verantwortlicher Wissenschaft konzentrieren, nämlich auf die Seriosität der Erkenntnisgewinnung und auf die Seriosität
unserer Leistungsversprechungen gegenüber der Gesellschaft. Gute wissenschaftliche Praxis, das ist der Titel für ein komplexes Problembündel heutiger Wissenschaften. Zu diesem Bündel gehören Plagiat und Fälschung, Autorschafts- und Zitierungsfragen, aber auch laxe und überhastete Forschungsweisen. Und es gehört all das dazu, was derzeit als Krise der Replizierbarkeit empirischer Forschung mit breiter, auch mit öffentlicher Aufmerksamkeit intensiv diskutiert wird. Dabei geht es um Standards wie um Anstand. Was sich von selbst verstehen sollte, ohne es doch immer zu tun, wird formal reguliert und muss prozeduralisiert werden. Das ist notwendig. Es ist aller Anstrengung wert. Es eröffnet indes unhintergehbares Paradox jeder Formalisierung. Es eröffnet indes zugleich neue Felder persönlicher Auseinandersetzung. Der Anonymitätsschutz des Whistleblowing ist wichtig, weil er Hierarchieschranken zu durchbrechen erlaubt. Aber gegen den Missbrauch für Insinuation und Denunziation ist er nicht gefeit. Und so kann es unter dem taktisch gezielten Einsatz von Zeitdruck und Publizität, so kann es dahin kommen, dass Personen, Organisationen in die Lage geraten, so oder so allein noch falsch entscheiden zu können. So befand sich die DFG, als sie im März die Verleihung des Leibniz-Preises an Frau Nestler aussetzte. Das war eine schwere Entscheidung und sie war für Frau Nestler noch schwerer zu ertragen. Gleichwohl hoffe ich, dass sie, wenn schon womöglich nicht billigen, so doch diese Entscheidung nachvollziehen können. Jedenfalls freut es mich sehr von Herzen, dass wir die Verleihung des Leibniz-Preises vorhin haben nachholen können. Dennoch muss der Vorgang zu denken geben, denn auch die Erhebung ungerechtigter Vorwürfe in der Art und Weise, wie sie Ihnen widerfahren ist, Frau Nestler, auch die Erhebung ungerechtfertigter Vorwürfe gehört in die Symptomatologie jener Dysfunktionen von Wissenschaften, von der ich hier spreche. Diese Dysfunktionen haben stets eine persönliche Ebene und im Fehlverhaltensfalle muss dann auch individuell sanktioniert werden. Aber erlauben Sie die Frage, sind wir denn gewiss, dass solche Konflikte sich nicht besorgniserregend, sozusagen überproportional, häufen? Sind wir denn gewiss, dass angesichts dessen nicht auch Entwicklungstrends des Wissenschaftssystems selbstkritisch zu bedenken sind? Der Senat hat gestern über eine Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft hierzu diskutiert. Diese Stellungnahme versucht differenziert deutlich zu machen, dass Nicht-Replizierbarkeit eines Resultats dieses Resultat weder widerlegt noch schon in jedem Falle schlechte Wissenschaft beweist, dass sehr wohl allerdings, was unterdessen als Reproduktionskrise diskutiert wird, dass das auch dann zu ernster Sorge Anlass gibt, wenn es auf eine Mehrzahl von Ursachen zurückzuführen ist. Es ist hier ein Qualitätsproblem von Forschung angezeigt. Und für dieses Qualitätsproblem gibt es neben individuellem Fehlverhalten auch strukturelle Gründe. Auch über diese strukturellen Gründe ist zu sprechen. Also etwa über das viel zu große Gewicht von quantitativ parametrisierenden Systemen der Steuerung, der Bewertung, der Gratifikation von Wissenschaften, das sich längst auf die Forschung als gestiegener und weiter steigender Wettbewerbsdruck und Beschleunigungsdruck auswirkt. Auch werden Trennlinien zwischen wissenschaftlichem Ideenwettbewerb, Konkurrenz um Finanzmittel und dem Marketing von Wissenschaftseinrichtungen werden diese Trennlinien zunehmend unscharf. Die notwendige, skrupulöse Sorgfalt von Forschung muss eher gegen diesen Wettbewerbs- und Beschleunigungsdruck durchgesetzt werden, als dass sie von ihm befördert würde. Und das muss uns allen zu denken geben, die wir für die Wissenschaften Verantwortung tragen, im Publikationswesen, bei Personalfragen und auch, ich sage das durchaus in meiner Amtsfunktion, auch bei Finanzierungsentscheidungen. Ich fürchte, das hier angedeutete Qualitätsproblem der Forschung ist gravierend.
Es ist zugleich ein Vertrauensproblem moderner Wissenschaften überhaupt. Diese aber können ohne die Glaubwürdigkeit der Forschenden und ohne die Vertrauenswürdigkeit des Wissenschaftssystems insgesamt nicht funktionieren. Bei weitem zu komplex ist ihr Wissen, bei weitem zu weltverändernd ihre Kraft. Das populistische Expertenbashing untergräbt dieses Vertrauen gezielt. Deswegen muss es zurückgewiesen werden. Doch haben wir uns auch einzugestehen, dass wir es diesem populistischen Expertenbashing in mancher Hinsicht auch zu leicht machen. Wegen Fällen kritikwürdiger Forschungspraxis, wie gesagt, aber auch, weil wir aufs Ganze mehr verheißen, als wir erfüllen können. Diese Vollmundigkeit liegt freilich nahe. Ansprüche an die direkte und kurzfristige Effektivität wissenschaftlichen Wissens, solche Ansprüche wachsen ebenso wie die Härte der Verteilungskämpfe, und dies lädt geradewegs dazu ein, immer Größeres zu versprechen und die Nebenwirkungen immer kleiner zu reden. Allzu oft wurde die Energiefrage schon abschließend technisch gelöst. Der Segen individualisierter Medizin wird so beredt beschrieben, wie die sozioökonomischen Verteilungsprobleme beschwiegen werden, mit denen sie einhergehen. Der Krebs ist längst abgeschafft, wenn wir uns selbst glauben, wenn nicht sogar die menschliche Sterblichkeit. Solche Verheißungen sind riskant. Sie bergen die Gefahr struktureller Selbstüberforderung von Wissenschaft, und sie wecken Erlösungshoffnungen, die jedenfalls kurzfristig eher enttäuscht als erfüllt werden. So wird das gesellschaftliche Ansehen von Wissenschaft nicht gesteigert, so wird es gemindert. Unerfüllte, gar unerfüllbare Verheißungen erzeugen Glaubwürdigkeitslücken. Meine zwei Beispiele, verkürzt, wie ich sie darstellte, sind Aspekte nur einer kritischen Diagnose unseres Wissenschaftssystems. Ich fürchte, dass wir uns ihr ernsthaft stellen müssen, und ich glaube, dass wir das in reflektiertem Selbstbewusstsein auch können. Und wenn die angedeutete Diagnose wenigstens in die richtige Richtung weisen sollte, dann ist sie individuell ebenso zu bedenken wie bei der institutionellen Gestaltung des Wissenschaftssystems. Wissenschaft befasst mit dem noch nicht Gewussten und mit der Störung etablierten Wissens durch neue Erkenntnis. Wissenschaft kann nicht funktionieren ohne die Redlichkeit derer, die sie betreiben. Diese Redlichkeit ergibt sich als Verpflichtung auf die Integrität von Forschung aus jener Freiheit, die der Forschung garantiert ist, und sie verbindet sich mit einer wissenschaftlichen Haltung, von der ich meine, dass sie entscheidend durch Selbstdistanz geprägt sein muss. Wer heute nämlich Wissenschaft betreibt, der tut dies in höchst komplexen, höchst dynamischen, höchst spannungsreichen Kontexten, und das kann allein gelingen, wenn man den Ort der je eigenen wissenschaftlichen Spezialisierung zu bestimmen vermag, wenn man der eigenen Erkenntnisleidenschaft nicht vollständig ausgeliefert ist, wenn man von der Bedeutung des eigenen wissenschaftlichen Tuns überzeugt bleibt, gerade unter Beachtung seiner Grenzen. Das erfordert eine Haltung offener Ehrlichkeit und der wachen Irritierbarkeit durch die Welt und durch das, was andere über die Welt wissen. Es erfordert die Fähigkeit, von sich selbst auch Abstand nehmen zu können. Die eigene Expertise nicht schon für das Ganze von Wissenschaft zu halten, die methodische Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens nicht zu verwechseln mit so etwas wie absoluter Gewissheit und zu wissen, dass Forschung zwar gesellschaftliche und politische Diskurse informieren muss, aber nicht an ihre Stelle treten kann. Scientokratie, wie ich sie vorhin kritisch kommentiert habe, wäre übrigens gerade der Kollaps dieser Fähigkeit zur Distanznahme. Daneben braucht es freilich auch Bedingungen, die solche Sorgfalt und Redlichkeit, die diese Haltung der Irritationsbereitschaft und Selbstdistanzierung begünstigen. Und damit sind wir bei der sozialen Organisierung von Wissenschaft. Und leicht, sehr leicht, ließen sich viele praktische, selbst politische Fragen auch auf diese angesprochene
Diagnose beziehen. An der Grundfinanzierung der Universitäten hängt ja auch die Frage, ob es hier an den Universitäten wie in der außeruniversitären Forschung, ob es auch hier Räume gewährten Vertrauens gibt, die im Interesse bester Forschung vom steten Finanzierungswettbewerb und von ununterbrochener individueller Accountability auch freigehalten sind. Die ununterbrochene individuelle Accountability für jede Tätigkeit, die hat sich längst zu einer Form institutionalisierten Misstrauens im Wissenschaftssystem verfestigt. Viele Instrumente der Beobachtung und Steuerung von Wissenschaft haben den durchaus unerwünschten Nebeneffekt, dass das Tempo von Forschungsprozessen und die Größe von Forschungseinheiten geradezu systematisch mit der Qualität von Forschung verwechselt werden. Und womöglich hat solches auch mit einer Art von Überproduktionskrise von Wissenschaft zu tun. Jedenfalls, um es polemisch zuzuspitzen, hat doch das Publizieren als wichtigstes Ziel von Forschung eine derartige Dominanz erlangt, dass wir uns anscheinend allein noch mit der Verfeinerung jener Techniken zu behelfen wissen, vom Abstract bis zum Review-Article, von der Bibliometrie bis hin zum Text-Mining, allein noch mit der Verfeinerung jener Techniken zu behelfen wissen, die die Lektüre dessen gerade ersparen, was da publiziert wird. Ich führe das nicht weiter aus, um stattdessen lediglich zu sagen, dass auch die DFG hier Verantwortung trägt. Ihre Projektförderung hilft auch dazu, Redlichkeit und skrupulöse Sorgfalt von Forschung zu begünstigen, allmählich aus den Aporien der Überproduktionskrise auch wieder herauszuführen, Qualität von Forschung, auch Qualität von Projektplanung, Qualität also wichtiger zu nehmen als Tempo und Größe oder als den Publikationsort. Und der Publikationsort, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der ist ja kein Sachargument, der ist wie in der vormodernen Wissenschaft bloß ein Autoritätsargument. Das wollten wir gerade überwinden. Das war das Projekt der modernen Wissenschaft. Manches wäre in diesem Zusammenhang zu nennen: die rigide Begrenzung der Zahl von Literaturangaben in DFG-Projektanträgen, die Zeit für die inhaltliche Diskussion in den Entscheidungsgremien, die Entwicklung spezifischer Standards für Reproduktion von Forschungsergebnissen, also für deren Prüfung, die Förderung von Reproduktions- und Metastudien, das Engagement im Ombudssystem, bei der Dual-Use-Problematik und so weiter, was ich jetzt hier übergehen will, um nur zu sagen, gerecht werden können die Wissenschaften dem Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung nach meiner festen Überzeugung gerade in Zeiten des populistischen Anti-Intellektualismus und autokratischer Wissenschaftsfeindschaft nur mit sorgfältiger Selbstbegrenzung und Selbstdistanz, wenn Sie mögen, mit Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Auf diese Haltung kommt es, wie in der offenen pluralistischen Gesellschaft und in der konstitutionellen Demokratie. Auf diese Haltung kommt es auch in den Wissenschaften an. Die Partikularität jeder wissenschaftlichen Expertise, das Prinzip methodischer Skepsis, die Unmöglichkeit, vom Sein einfach aufs Sollen zu schließen, all dies verlangt uns eine Zurückhaltung ab, ohne welche sich bei erhöhtem Außendruck die Herausforderungen guter wissenschaftlicher Praxis und die Seriosität von Leistungsversprechungen nicht werden bestehen lassen. Was in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, was in diesem Zusammenhang an der DFG liegt, ist klar. Als Selbstverwaltungsorganisation und als Fördereinrichtung, die einen gewichtigen Bereich des wissenschaftlichen Wettbewerbs maßgeblich gestaltet, in beiden Rollen steht und arbeitet sie für eine Forschung, die großes gesellschaftliches und politisches Vertrauen tatsächlich verdient. Fördert sie die Unabhängigkeit der Forschenden, ohne welche diese Verantwortung für ihre Freiheit ja gar nicht tragen könnten. Deswegen ist es alles andere als ein Organisationsegoismus, wenn ich Sie bitte, auch künftig der deutschen Forschungsgemeinschaft kritisch und engagiert zugewandt zu bleiben. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.